Das erste Wort, das einem einfällt angesichts dessen, was hier in Washington gerade passiert, ist Kindergarten. Ein US-Präsident, der der Oppositionsführerin die Militärmaschine und das Sicherheitspersonal streicht, das sie gebraucht hätte, um auf Auslandsreise zu gehen. Das Ganze nichts anderes als eine plumpe Racheaktion von Donald Trump. Auf der anderen Seite aber auch Nancy Pelosi, die oberste Demokratin, die nichts Besseres zu tun hatte, als zumindest einen Auslandsaufenthalt zu planen. 8 Tage wäre sie weg gewesen, wenn Donald Trump ihr nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte. Und 8 Tage hätte sie nicht zur Verfügung gestanden für Gespräche mit dem US-Präsidenten über die Haushaltssperre, über die Beendigung des sogenannten Shutdowns. Und das zeigt auch wenig Fingerspitzengefühl, während mehr als 800.000 Menschen, mehr als 800.000 Regierungsangestellte weiterhin ohne Gehalt dastehen. Wie soll das weitergehen? Gute Frage. Nächste Frage, denn die Fronten sind extrem verhärtet. Auch persönlich läuft momentan gar nichts zwischen Nancy Pelosi und Donald Trump. Also eine Lösung in dem Streit um die Mauer, die Donald Trump ja weiterhin fordert, die ist absolut momentan nicht abzusehen.